Eins noch, ne? Drei muss es hoch sein, glaube ich. So. Dani, Leani, haltet euch bereit. Nö, 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 nö. Stopp, 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 stopp. Knapp. So, ja. Haltet euch bereit für den Nether. Ich muss da mal was vorbauen. Alter! Ich hab ja keine Lava mehr, wenn das so weit geht. So, habe ich jetzt noch irgendwo Lava? Ja, ein bisschen. Oder sogar Eisen drunter. Sehr geil. Muss auf, komme auf mein Handy wieder an. Bis gleich, Zucker. Ich habe den Nether noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich habe da echt Bock reinzugehen. Darum will ich das unbedingt heute machen. Vor allem, ich finde es ja cool, dass ich nie alleine reingehe. So. Das gefällt mir sehr. Ist echt schön. Ja. Habe ich etwa eins zu wenig mitgenommen? Oh, okay. So. Leani und Dani, bitte am Spawn melden. Leani und Dani, bitte am Spawn melden. Danke. Bringt Werkzeug mit, es geht in Nether. Wenn ihr Bock habt. Ich mache hinten gleich zu. Kein Bock, dass hier dann irgendwas durchkommt. Okay. So, dann mache ich dann hier zu, dass hier nichts durchkommt. Die Koordinaten. Teleportiert euch. Warte, Lava-Koordinaten. Nein, werde ich nie tun. Meine Koordinaten sind. Warte. Oh Gott. Ja, das baue ich dann später halt wieder ab. Also, das bleibt nicht hier, ne? Ich will jetzt einfach bloß. Ganz viel Dings haben.
Glitzer und so. Glitzer, Glitzer. Gucken wir zuerst, hier auftaucht. Wenn die mich jetzt zu sich teleportieren, ne? Vielleicht mit einem netter Eurobeat angemacht. Also ich suche noch nicht danach, ne? Also ich will einfach bloß so ein bisschen was. Ich meine, im Endeffekt hat ja jeder sein eigenes Netherportal und so. Wir können das dann später auch nochmal neu generieren. Das ist normal. War bei mir vor uns, wo ich das gemacht habe, aber es ging trotzdem. P. Nee, Ani. Sechs, vier, 046. Hi. Soll ich? Soll ich? Okay. Nope. Okay. Ich hab Angst. Problem! 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 Problem. Ist. Oh. Wo hast du einen Goldapfel her? Ich habe ja Goldäpfel, wo hast du denn her? Alter. Fängt schon geil an hier. Ich sehe Bäume. Und einen Spawner gefunden. Cool.
geil aus. Dann bau mal eine Brücke. Ich hab nix mit. Ich wollte nur Dings haben. Ich habe erstmal, ne? Also ich brauche eigentlich nur Glowstone. Gibt's hier US Glowstone hier? Ich will eine Quarzfarm hier. Eine gute Quarz. Wo seid ihr denn, ne? Dann jetzt einfach nach unten gebuddelt. Ich sehe nicht mal Soul Sand oder so. Wo denn die Anis da hinten? Ich bin voll planlos, ne? Und diese übelst am Abgehen hier. Glowstone, ich komme! I'm on the way. Oh. Oh ja, ich sehe Glowstone. Wenn es Soul Sand oder so. Ich check mal den Glowstone ab. Seid freundlich bitte, ja. Ich tue euch auch nichts, ihr tut mir nichts. Wenn ich einen jetzt anhaue, sind wir tot. Sind wir so am Arsch. Macht einen ruhigen, Freunde. Ich mach auch einen ruhigen, ne? Mach schön ruhig. Hier gibt's halt Goldnuggets. Ist das spezielles Gold? Goldklumpen. Das sind keine Nuggets, was anderes. Cool. Nehme ich mit. Mal gucken, was das bringt. Ich weiß es nicht. Besser man hat, als man hätte. Gib, 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 gib. Die Weihnachtsmusik passt so gar nicht im Nähtal. Holy shit, Bäume. Bäume im Nether, oh mein Gott. Also, es ist halt möglich, im Nether zu surviven jetzt. Es geht. Es ist definitiv möglich. Aber wenn man halt den Nether resetten will, ist halt dann schwierig, ne? Wenn man den Nether resetten will, ist halt schwierig. Aber an sich geht das. Also, du kannst eigentlich ziemlich geil im Nether jetzt surviven. Es ist definitiv möglich. Da hinten hopft jemand rum. Wenn ihr blaues, wenn ihr Seelensand findet, ne? Könnt ihr mal brüllen, bitte? Wie los denn hier, geil. Wenn ihr Seelensand findet, bitte brüllen. Ich brauch, ich will da, ne? Ich brauch blaues Feuer in meinem Reich. Zauberfeuer. Wo sind die eigentlich hingerannt? Was, aber nee, da zack, wir sind weg. Was ist das Erste, was ihr jetzt im Nether sucht? Weil ich suche ja Glowstone. Was sucht ihr? Da oben ist jemand. Was ist das Erste, was ihr jetzt im Nether sucht, bitte? Oder werden die suchen eine Festung? Aus Seelenerde. Seelensand geht auch. Für das blaue Feuer. Da oben läuft jemand rum. Der Anni ist weg. Die ist hier. Eine Bastion. Es war so klar, dass Dani halt wieder so das Fette sucht, weißt du? Dani, voll das fette Zeug wieder. Ich war im Quarz. Das finde ich sehr löblich, Liani, ne? Kannst du mir alles in die Truhe tun? Kann man das Netherit-Erz, das neue, kann man das nur mit Diamant abbauen oder wie ist das? Also wenn man es findet. Brauchen wir dann auch Diamant, um das abzubauen oder wie ist das? Oder könnte man, wenn man es jetzt findet, das schon abbauen mit Eisen? Das wäre jetzt wichtig zu wissen. Ich fühle mich so unwohl hier im Nether, ne? Ich bin so ganz so angespannt. Ich traue hier nichts und niemandem. Gibt extrem viele Goldblöcke. Dann die Farm Wisserschädel, ja, dann. Ja, das sehe ich auch so.
Hier gibt es so viel Glowstone. Wenn jemand ein bisschen Glowstone will, ich farm gerne ein bisschen mit. Also ich habe jetzt hier echt, also ich farm hier so ein paar Blöcke ab, ne? Wenn ihr was braucht und ein bisschen haben wollt, sagt einfach, dann teilen wir dann auf. Gar kein Problem. Was ist das für ein Fortschritt? Ah, okay. Ja, erstmal mal nachgucken hier bei so Fortschritten, ne? Lol, hier sind Endermen. Da werden sie Endermen im Nether. Scheibe. Die darf ich nicht angucken. Bin ich lost. Nicht, nicht angucken. Nur nicht angucken. Leute, mich greift ein Gast an. Jo, Gast. Problem. Problem. Geh weg. Alter. Aus dem Weg. Ich hab Stress. Holy shit. Ah, volle Deckung, wir haben einen Gast. Der ist aggressiv. Leani? Dani, wo seid ihr? Ich glaube, Ha, ich seh's. Ich hätte gern so Holz dort hinten, aber das sind überall Endermen. Ich trau mich da echt irgendwie nicht hin. Da hinten sind noch die anderen Bäume. Oh, das sieht voll geil aus. Leani, bist du bei den Bäumen oder wo bist du gerade? Ich brauche halt noch, ich brauche noch Soul Sand und so Stuff. Ey, viel Pigmen hier rumlaufen. Ah, da hinten ist die Ani. Ah, okay. Wie geil. Aua, was? Lol. Holy shit, der schießt ja mit der Armbrust. Hier gibt's Pikmin, die schießen mit Armbrüsten. Die sind aggro. Instant. Das sind Pillings, die greifen mich an. Ja, Leute, das hab ich auch gemerkt, mich greifen die auch an. Geht weg. Das wusste ich nicht, das ist auch was Neues. Wann gibt's die denn? Also da gibt's auch richtige, ne? Bewohner quasi, also so nicht verdorbene. Pigments, sozusagen. Das ist ja krass. Kommen wir irgendwie anders dahin? Leani, siehst du irgendwo was? Ich rede nur noch mit Leani, weil Dani ist irgendwo in der Welt verschwunden und sucht nach, ne, nach Riesenbogen und Festungen und so wieder. Oh, Alter. Ich bin so lost hier, ne? Darf ich mal hier durch? Danke. Dann hole ich mir noch ein bisschen. Wo ist Dani? Jetzt echt wieder über alle Berge, ne? Du brauchst einen Teil Goldrüstung. Dann sind die zahm. Okay, interessant. Ich habe Gold. Ja gut, hätte ich das gewusst, ne? Kann man die Netherbäume eigentlich auch in der Oberwelt pflanzen? Ich bin nicht weit weg. Ich denke schon, dass man die da pflanzen kann. Deswegen, wir bräuchten ein bloß ein bisschen Stuff von denen mal. Ich habe sogar, glaube ich, ein was. Ich habe ein Wirrwarzenblock. Das klingt schon richtig eklig. Aber einen habe ich. Ah, hier ist Basalt. Ah. Okay, cool. Neue Rezepte. Es gibt so geil neuen Stuff, ne? Basalt. Ich guck dann zurück, wenn wir zurück sind, was ich mit Basalt machen kann.
Leani, wollen wir mal versuchen, von der anderen Seite an die Bäume ranzukommen? Wo ist Leani? Da hinten rennt sie, glaube ich, rum. Ich glaube, da hinten habe ich sie gerade gesehen. Bin mir nicht sicher. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Leani? Dani? Ich bin allein im Nether. Sie sind verschwunden. Nein. Halatsch, versuche ich mal irgendwie anders zu... Ich versuche mal rechts rum zu kommen, ob ich da irgendwie zu den Bäumen nicht durchbuddeln kann oder so. Hier gibt es noch diese roten Bäume. Ich versuche es mal. Mal ein bisschen Dings mitnehmen. Stuff. Nur da, wo ich vorhin war. Ich weiß ja nicht, wo du vorhin warst. Das ist ja mein Problem, was ich gerade habe. War hier nicht der Gast? Ach, da bist du. Ah, okay. Hä, war nicht der Gast hier gerade? Oh, was ist denn das hier? Nichts. Da ist der Gast. Oh, nö. Wow. Wo kommst du denn her, Kollege? Wow. Ha! Alter! Leani baut da chillig und der Gast greift mich an! Oh, jetzt greift Leani an. Huh. Seitlicher Jump. Easy, gar kein Problem. Huh. Weggejumpt. Oder sind diese neuen diese Pikmin-Dinger gespawnt, die neuen? Ich glaube, ich gehe mal nach unten und guck mal, ob ich irgendwie anders dahin komme. Also Glowstone habe ich eigentlich recht viel jetzt. Soul Sand und so wäre halt noch geil. Wow, jetzt habe ich da repariert. Gibt es hier irgendwo Viecher, die jetzt in Lava laufen? Warte mal. Ich glaube, ich gehe mal hier hinten rum. Da kommen denn senkrechte Slabs im Game, das würde ich auch gerne wissen. Eine Goldmünze gegen die Pigments. Was bringt die Goldmünze? Also wie wäre. Ich dachte, man muss irgendwie goldenes Equip haben oder so. Ah, da unten laufen die rum im Lava, cool. Alter, da komme ich nicht hin. Und die Pigments mögen es. Mögen es nicht, wenn man das Golderz abbaut, okay. Mütze, ach Mütze, ich habe Münze gelesen. Ich versuche irgendwie zu den Bäumen zu kommen, da ein paar Ecken, aber ich komme da irgendwie nicht hin. Ist eh nur rot. Ach, Dani auch. Nice. Gadget. Ja, anscheinend stimmt das nicht, dass man was Goldenes anhaben muss. Jedenfalls scheint das ja dann so. Oder es muss was Bestimmtes sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Geil ist, du kannst aus dem Zeug auch richtig gut an. Ah!
Boah, ich bin schnell zurückgespaced, weil ich gebrannt habe. Und ich wusste nicht, ob das aufhört. Und das liegt daran, dass wir Gold abgebaut haben, das kann nicht sein. Leute, ich bin zurück erstmal gegangen. Ich bringe erstmal das Safe in Sicherheit, was ich jetzt abgebaut habe an Glowstone. Ich komme aber gleich wieder zurück in den Nether. Einfach etwas Goldenes. Emilio, wir hatten das gerade schon an. Also Liani hat schon was angezogen, was Goldenes, aber es funktioniert nicht. Die greifen trotzdem an. So, ich warte jetzt beim Portal. Ich hatte gerade nur noch eins. Ja, ich habe auch halt gebrannt. Ich bin auch erstmal zurück. Kritisch. Okay. Basalt. Ich habe eine Gasträne. Nice. Na, mein Ping ist auch. Okay. Ich hab einen Wirrwarzenblock, also einen Block von dem Baum habe ich bekommen. Konnte ich mir holen. Wenn ich das gewusst hätte, dann nehme ich mal einen mit. Da oben ist Leani. Welche Version? Die neueste. Das ist die neueste Version. Oh, die Anja hat sich wieder zurückteleportiert. Ich würde da mal reingehen. Dani, wenn du dann auch wieder raus bist, würde ich das Portal aber erstmal dann wieder demontieren, quasi. Die hassen es, wenn du Gold abbaust. Huch, Alter. Wenn ist der Gas schon wieder? Das ist ein anderer jetzt, ne? Die, okay, warte mal, ich ziehe was Goldenes an. Moment. Ich bin ja jetzt neu wieder. Vielleicht reagieren sie jetzt, vielleicht sind sie jetzt friendly auf mich. Zählt das vielleicht für uns alle, wenn irgendjemand von uns Gold abbaut? Ich habe noch was, ich habe was Goldenes, habe ich, glaube ich, ne? Ich könnte mal ein goldenes Rüstungsteil machen, einen Helm oder so. Dann müsste es ja passen. Mm-mm. Ja gut, machen wir mal schnell. Ein Helm. So. Ich habe Helm, ich gehe zurück in den Nether. Dani ist halt einfach immer noch im Nether, ne? Der sucht jetzt echt so eine Festung. Dani, was gibt's denn in der Festung? Kannst du so dieses Nether-Warzenzeug nur mitbringen, bitte? Wenn du was findest. Ich vermute mal, dass du eine Festung finden wirst, so wie ich dich kenne. Jetzt müssen sie mich in Ruhe lassen, theoretisch. Ich habe Gold abgebaut, ja. Aber jetzt ist ja gut wieder, ne? Das ist ja Gast, ey, mein Gott. Da bräuchte ich einen Pfeil und Bogen, ne? Das wäre jetzt echt nice. Ich brauche ja unbedingt noch Soul Sand und so ein Stuff. Dani, wo bist du? Ich ne Piepmacher. Wo bist du hingerannt? Ach nö. Ja. Geh. Danke. Ne, irgendwie, ich glaube, kommt er wieder. Moment. Ich würde es gerne mal testen bei einem so einem Pickel. Döns, Dingens, Kirschens. Jo, der geht erstmal baden. Piep. Piep nochmal, aus welcher Richtung kam das Piepen? Ich kann es nicht verifizieren. Du greifst mich nicht an. Ah, da hinten bist du. Ah, ich sehe dich, Dani. Ich bin bei den Bäumen, bei den Grünen. Ich muss jetzt ganz schnell mir was abzubauen und was zu snacken. Nein, bin zu niedrig.
Nein! Ich bin so Pro in diesem Game, ne? So schlimm. Was ist das? Was ist das denn? Ich habe noch irgendwas Cooles gefunden. Pilzlichter habe ich gefunden. Ui! Gibt es denn Setzlinge von den Bäumen? Und die spawnen die Bäume denn dann? Ich bin so nervös hier im Nether, ne? Ich bin so angespannt. Das ist so schlimm. Ja, ich weiß, dass du hier bist. Da unten. Lass mich. Oh, ein Pilz. Okay. Ich hab so Ranken, die da so hochranken, okay. Der Gas ist auch gerade nicht hier, das muss ich ausnutzen. Sind wir zu gierig, ne? Das sollte ich mal echt wegtun. Jetzt kriege ich nur der Karma. Okay. Ich bin noch im Nieder. Oh lol. Ich bin rausgekickt worden. Wie unfair. Ah. Schon wieder Gas hat er mir gehört. Ist unter mir, oder? Ja. Ich brauche noch Soul Sand. Ich habe keinen Soul Sand. Das sind die kleinen Laufteile, die mit Lava laufen können. Die finde ich voll knuffig. Kein Soul Sand irgendwo, ne? Da hinten. Da hinten ist übelst viel Soul Sand. Komm ich bis dahin? Ist die Frage. Leben bis dahin kommen, ist die andere Sache. Hier ist halt...
Komme ich hier durch, wenn ich... Ja, okay. Ich habe da ein Problem. Will Quarz mitnehmen. Guck, wofür ich das verwenden könnte, in der Küche vielleicht oder so. Erstmal. Später brauche ich eigentlich übelst viel davon. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Ah, das sind die neuen Dinger wahrscheinlich. Ich würde sehen, ob man für Netherit Diamantspitzhacke braucht. Ja, ich glaube, ich reize es gerade mal nicht zu sehr aus. Ich wollte Glowstone, das habe ich. Komm, ich reiz nicht zu sehr aus. Ich glaube, du brauchst Diamanten, okay. Ich würde das brutal dann später eh noch demontieren, weil es so woanders hinkommt. Also bin ich mal down. Ich hab Stuff. I'm back. Justin, welcome back. So. Also ich habe ein bisschen was von dem. Ich habe Wirrholz dabei. Eine Wirrwurzel habe ich auch. Aber ich weiß halt, ein Pilzlicht habe ich halt auch, das ist auch cool. Wo habe ich, hier. Ist das ja noch das alte Spiel? Ja, perfekt. Ja gut, die Glowstones leuchten ja die ganze Zeit. Es ist besser, wenn die ganze Zeit leuchten. Wenn ich die mal anschalten müsste, wäre irgendwie doof. Ich glaube, ich mache das so. Ich glaube, ich bleibe dabei. Jetzt kann ich das weiterbauen. Ich muss eh gleich mal Holz farmen wahrscheinlich. Ich muss wirklich etwas gegen meine Insektensucht. Ja, da verzockt man sich schon mal. Was kann passieren? Die roten Blöcke werden auch cool, ne? Die würde ich gerne irgendwo einsetzen. Ich habe 12 Obsidian, ob ich hier 12 Obsidian Blöcke her. Hätte ich hier nur 2 gehabt? Okay. Kann ich irgendwann mitnehmen wegen Dach. Ich glaube ja, dass ich schon in Richtung Dach gehe langsam. Das nehme ich auch mit, jetzt wo wir Monster an sind. Hätte ich gerne mein Schild wieder. Danke. Also ein Eisen nehme ich auch noch mit, dass ich drüben ein bisschen Werkzeug habe. So. Ich soll es vielleicht in die Stream-Beschreibung schreiben, dass hier so ein bisschen Weihnachtsvorglühen ist, mäßig. Sonst kommen Leute rein und denken, wir hören bloß die Weihnachtsmusik und denken sich so, what the fuck. Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich hätte so gerne Lebkuchen, ne? Diese Lebkuchen mit Kirschfüllung oder Pflaumenmusfüllung. So. Ich muss gleich alles mögliche an Holz farmen, glaube ich. Eiche, Fichte. Aber ich habe schon mal jetzt ein bisschen Glowstone. Das ist nice. Hast du eigentlich eine Festung gefunden, Dani? Also gerade weg, ne? Ob Dani eine Festung echt gefunden hat? Würde mich schon mal interessieren.
Ja, das mache ich dann. Ich mache erstmal das. Warte mal. Die brauche ich mal eben. Das müsste ich halt bei Nacht dann gucken, ne? Ja, hier habe ich zwei Glowstone gehabt. Oh, das Zimmer. Hier habe ich es reingepackt. So, Birkenholz, genau. Birkenholz brauche ich auch. Da habe ich. Sehr gut, ich habe alles. Stimmt, drei. Ja, bestimmt. Alle geplündert, alle gelootet. Aber es ist doch schön, wenn man so ein Story-Game zockt und man hat so viele Fragen und man kann nicht warten, weiter zu zocken, um die Fragen zu klären. Ist doch schön. Ist doch was Schönes. Achso, Glas. Achso, ich will erstmal noch das Jahr hier. Genau, da war was. Ich glaube, ich teile das hier oben echt so in zwei Etagen auf, dass ich quasi hier wirklich zwei Sachen draus mache. Unten ist halt eine große Etage mit Halle und allem drum und dran. Die zweite Etage ist von der Höhe her optisch von außen genauso hoch. Aber innen sind es zwei Etagen. Ich glaube, das mache ich halt echt. Die unten ist eh die Küche. Brauche ich mal eine Birkenholzfarm. Okay, ich farm gleich Holz. Eiche, Birke, Fichte. Ich komme nicht drum rum. Überlegt, dass ich eventuell, wenn es Nacht gleich wird, würde ich ganz kurz was testen. Also nicht wundern, dass ich nicht gleich pennen gehe, okay? Ich will bloß gucken, wie das aussieht, wenn ich das von außen genau verkleide oder so. Da muss es aber kurz noch Licht an sein. Warum die Böse und die Königin des Bösen, warum sind die Götter unter den Menschen versteckt? Aber wenn es eine gute Story ist, dann macht das halt echt Bock, ne? Hä? Ich dachte, wir sind ultra lag wahrscheinlich, ne? Ja, hab ich. Okay. Okay. Ich mach gleich einen Test. Glück, dass ich draußen bin, ganz ohne Schutz. Unlucky. Nicht so gut. Warum tust du das? Mach doch mal nicht sowas. Jetzt muss ich auch natürlich mich schnell hochbauen, um den Vergleich zu sehen. Habe ich da immer noch das Licht? Ja, ne? Ja, das Licht bleibt dasselbe. Dann finde ich das gut. Da ist es so eine indirekte Beleuchtung auch fürs Schloss. Dann ist das nice. Okay, das mache ich so. Jo, perfekt. Schlafen gehen. Jupp, jupp, jupp. Schwarzeiche habe ich in der Nähe. Dschungel brauche ich auch noch. Zeigen. Okay. Ah ja, okay, klar, macht Sinn. Ist natürlich logisch. Ich hab's nur angeboten. Ich biete es an.
vor, irgendwie eine Monsterfalle und so zu bauen. Hab ich echt Bock drauf. Ich könnte das auch nutzen. Soll ich das auch für die indirekte Beleuchtung hier drinnen nutzen? Das geht halt, ne? Ist halt die Frage, will ich das für die Innenbeleuchtung noch nutzen? Da bringt es natürlich nichts, aber hier so? Eigentlich ist es nicht verkehrt, ne? Machen wir das so, ne? Dass es ein bisschen dazu passt. Geht nicht anders, aber besser das, als dass das Licht dann hier überall ist. Okay, geht's gar nicht. Ja, diese Drohne Zombies gab es, ja. Durchaus. Geht es dir gut, Leani, oder sollte ich die Frage jetzt lieber nicht mehr stellen? Na, dann kann ich schon mal in die Leiter noch ran, so, das geht halt, da kann ich hier, zack. Das ist easy, okay, das ist gut. Brauche ich doch mehr Glowstone, als ich noch dachte, wenn ich das halt so mache, wie ich es jetzt mache. Aber es ist halt nice, dass ich diese indirekte Beleuchtung bekomme. Für die Räume. Das war dumm. Wieder das nach innen rein machen. Ich hoffe, meine Glowstones reichen. Sonst muss ich nochmal einen Nether. Jetzt habe ich eine schöne indirekte Beleuchtung also für die Halle und dann kann ich in der Mitte noch einen Kronleuchter machen. Und trotzdem aber ein bisschen mehr Licht, weil der Kronleuchter macht ja nicht so krass Licht. Ja, ich denke, das ist gut so. Das bringt nichts, das ist ja eh innen drin. Hier würde ich es auch machen einfach so. Da drüben, ja schon. Muss mal gucken, wie ich da rüber komme. Ne, ich muss eh noch daran. Was? Ja, ne, leider einlegen so. Ja, dieser Zwiespalt. Da muss man Prioritäten setzen. Schrecklich. Schrecklich. Okay, ich geh's mal hoch. So, hier rein. Dann. Hier bringt's auch was.
Ne? Dass man auch optisch das alles schön hinhaut, bitte. Und dann mache ich auf der Höhe dann den Boden und dann... Dann muss ich halt gucken, dass ich... Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Dass es nach außen wirkt, als wäre es genauso groß wie unten, aber innen drin zwei Etagen sind. Das ist halt schwierig mit den Fenstern. Ne? Muss ich gucken, wie ich das mache. Oh Mist. So, das hätten wir. Wenn du zwischen der zweiten Hälfte Final Fantasy 7. Wenn ich zwischen Final Fantasy 7 Remake und Minecraft mich entscheiden müsste, Final Fantasy 7. Da würde ich Final Fantasy 7 suchen. Außer es ist so ein Abend wie heute, wo es so chillig ist. Wo es so richtig angenehm ist, einfach so ein bisschen im Stream so dazu. Dann wahrscheinlich Minecraft. Es kommt drauf an. So, ich muss echt nochmal nähtern, ich habe nicht genug Stuff. Nein, oh nein, das ist doch nicht. Nicht. Es fehlt nicht viel, aber so ein bisschen was fehlt. Minimal fehlt Stuff. Oh nein, ich brauche noch Birke. Ey, ich glaube, bevor ich jetzt Nähter gehe, hole ich erst nochmal anderen Stuff. Nein. Okay. Ups. Ja, ich muss das hier leider auch so machen. Ist mir eingefallen. Geht nicht anders. Das sieht man ja durch die Fenster. Okay. So. Okay, perfekt. Yep, 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 yep. Habe ich das hier drüben gemacht? Das müssen wir mal gucken. Ich glaube so, ne? So ein bisschen Billo, aber effektiv. Da war meine Axt hier. Okay, ich muss eh Stuff machen, ich muss eh Holz holen, es passt. Und ich brauch Kloster. Was gibt's da nicht? Wollen wir drei machen? Ach nee, ich brauche ja auch noch. So. Ja, nochmal. Und mal drei Äxte machen. Was ich bei Phasmophobia cool fände, wenn du dann wirklich noch auch irgendwie gegen die kämpfen kannst. Gegen die Geister, die wirklich wegmachen kannst. Boah, ich sag mal, gute Nacht, lieg schon halb tot vorm Spiel. Zocker, schlaf schön, träum was Schönes, lass dich knuddeln und ja, man hört sich morgen wieder. Oder so. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Schlaf schön. Da wäre dunkel, oder? Dann bleibe ich kurz hier. Justin, schlaf du auch schön und träum was Schönes. Alles gut. Ich muss hier kurz warten. Wahrscheinlich. Au. Oh, knack. Ich war auch schon ein bisschen müde.
funktioniert. Ich bin nicht so müde, dass ich mich hinlegen möchte. Ich habe sie erst um 12:30. Okay, ich dachte, es ist jetzt noch nicht so spät. Wo ich wohl auf meine Monsterfalle? Ich will so eine Monsterfalle bauen. Aber jetzt geht's so mit Schwankungen, oder? Hat sich eingekriegt. Oder ist immer noch schlimm? Okay. Ich muss meine Form da nochmal angucken. Ich hoffe, die Kartoffeln sind nachgewachsen. So, ich gehe Holz holen. Soll ich die Weihnachtsmusik eigentlich wieder ausmachen? Nervt das dezent mittlerweile oder soll ich, soll ich wieder auf normal wechseln und noch nicht auf Winter? Oder wollt ihr auf Winter bleiben? Oh lol. Aua! Junge, was ist los mit dir? Du musst dich selber treffen, Kollege, bitte. Hab ich nochmal selber. Erst. Oh lol. Ja, dafür habe ich keine Errungenschaft bekommen. Voll Mobbing. Da krieg ich wieder keine Errungenschaft dafür, weißt du, wenn ich mal ein Monster klatsche. Ich. Voll Mobbing. Oh, ist der zweite bekommen. Okay, das ist cool. Ein Bogen wäre auch nice. Also ich hole jetzt mal Birke. Birke. Also bei mir ist sommerliches Grün verschönert durch Shader passend Weihnachtsmusik. Okay. Ich brauche auch, glaube ich, mal das Ressource-Pack. Warte mal, ich könnte das Frühlingsressource-Pack mal reinmachen. Nee, komm, wir haben ja Herbst. Jetzt ist doch Herbst. Ich mache das Herbst-Texture-Pack rein. Komm, passend. Da kann man auch schon mal ein bisschen die Weihnachtsmusik laufen lassen. Hallo? Minecraft, bitte. Danke. War es angenehm. Kann man machen. Kann man sich geben. Finde ich gut. Oh, sieht schön aus. So rote und gelbe und orange Blätter hier überall. Das hat was. Das ist echt los. Kann ich dann mieten. Quietsch. Lass mich. Wenn man sich streckt, ist da so. Ne, Eiche brauche ich jetzt gar nicht. Da komme ich nichts mit. Besser man hat, als man hätte. Ich glaube, ich habe zu viel Stuff im Inventar. Ich hätte vielleicht ein bisschen was ablegen sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen gut. Und warum ist die Musik aus? Ah ne, ist wieder dieses leise Lied. Okay. Leise Lied ist okay. Eiche brauche ich noch, ne? Links mache ich da noch was ran. Rechts baue ich das so, dass da erstmal zu ist. Weil da kein Durchgang ist.
Außen müssen dann immer noch die Dinger ran. Wie soll ich jetzt, komme ich da hoch mit Hüpfen? Und sag bitte ja. Nee, komme ich nicht. Das wird lustig. Ich muss mich ringsum nochmal hochbauen. Das wird jetzt schon witzig. Okay, das heißt, ich muss da nochmal Nether. Ich habe noch ein bisschen, was habe ich noch an Glowstone, warte mal. Ein bisschen Glowstone sollte ich noch haben. Die Kartoffeln sollten auch fertig sein eigentlich. Ich freue mich dann drauf, wenn wir dann irgendwann mal in Wochen oder Monaten den ersten Besuch so machen. Wie sich das alles verändert hat, vor allem bei euch dann. Ich weiß ja gar nicht, wie eure Gegend aussieht. Bienchen fleißig, sehr schön. Geh ich nochmal Nether? Die Pilzliche sind auch cool, ne? So, Erde brauche ich dafür, oder? Wenn ich dann das mache. Aber ich hole erstmal noch Holz, bevor ich hier wieder zurückgehe. Was wir mit ganz neuen Zeug machen können, wie Basalt und so. Sehen die Fichten jetzt auch anders aus? Ne, eigentlich nicht, oder? Ne. Schade. Einmal die großen Doppelbäume, da gehe ich direkt hin. Ach seht ihr, ich wollte es ja noch machen, dass wir irgendwie auf dem TS zusammen labern. Das habe ich vergessen. Das habe ich jetzt spontan vergessen. Ich glaube, um eins haue ich mir jetzt mal die Pizza in den Ofen. Denke ich schon. Blub, noch hast du die Chance, ne? Noch kannst du mitmachen. Also heute schon, quasi. Geht ja noch ein bisschen. Holz, Holz. Noch ein Doppelbaum hier irgendwo. Ah, die hier drüben, im Stehen da. Ja, oh, da kriege ich viel Holz raus, glaube ich. Pizza Hawaii? Nein, bitte keine Pizza Hawaii. Also ich mag Pizza Hawaii, verstehe mich nicht falsch, ist lecker. Aber einfach nur eine schöne Schinkenpizza. Schön Salami oder so. Dönerpizza wäre jetzt geil. Da habe ich leider keine. Hawaii ist so, die ist lecker, wenn man nichts anderes hat. Kann man machen, wenn man nichts anderes hat. Ich wollte ja eigentlich immer eine Pizza Margherita probieren, ne? So diese ganz klassische Pizza. Aber vom Gefühl komme ich mir da irgendwann verarscht vor. Ob die schmeckt, weiß ich nicht. Ich
Mit Dönerfleisch, ja. Mit Dönerfleisch ist beste Pizza. Dönerfleisch, Schinken und Salami. Beste Pizza. Hallo, spielst du mir eine Runde Phasmophobia? Eine ganz kleine Runde. Was ist das? Ich meine, ich spiele auch gerne mal noch eine alleine eine Runde Phasmophobia. Ist eigentlich so schlimm. Aber zu zweit bin ich mutig. Hast du noch eine Runde, eine Portion Mut oder keinen Mut mehr? Oh, da war meine Sharpie-Axt hinüber. Mist. Okay, der Baum ist innen drin extrem hoch. What the fuck? Wie hoch ist der denn noch? Ah, jetzt, okay. Holy shit, ist der hoch. Ich penne gleich vermutlich eher ein. Ah, okay. Dann haut euch hin. Wenn ihr müde seid, haut euch hin und schlaft. Ich habe nicht gedacht, heute zum Samstag, dass ihr alle so müde seid. Ich glaube, ich doch irgendwie Crusader Kings spielen soll. Minecraft ist irgendwie. Da zieht die Augen schon eher ein bisschen zu, ne? Hier der andere nicht. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch mal Birken finde da hinten irgendwo. Obwohl, es reicht eigentlich, oder? Ich muss ja besser. Ja, nee, ich muss ja noch die nächsten Etagen mit. Obwohl, wenn ich den nächsten nicht mit Birke mache, sondern alles mit Eiche mache, geht das eigentlich. Okay. Okay, ich glaube, ich mache die nächste Etage doch aus Erde. Ach so, ja, okay, schon mal wieder. Na, hau dich hin, Bro. Zwing dich nicht aufzubleiben. Wir haben eh einen anderen Biorhythmus. Ich müsste mal die Kühe und Schafe unter mir einfangen. Ne? Eigentlich normalerweise.
Das ist aber besser, wenn ich das auch mit Eichenholz mache. Ich werde die deiner Kante vorne auch noch mit Eichenholz ersetzen, glaube ich. Das sieht besser aus. Gucken wir mal, ob wir am Ende nochmal irgendwie so zum Labern kommen wie gestern. Das fand ich irgendwie echt schön. Also Mitternacht um 3 oder so, aber war schön. Zack. Irgendwo Setzlinge? Na gut. Dann zurück. Schloss war wo? Da. Baby Mage. Also Schulkerkisten würde ich auch nehmen. Dani, bist du schon im End? Kannst du das mitbringen, bitte? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er jetzt ja sagt, ich hol gleich welche. Wenn er jetzt sagt, ich hol gleich welche oder so, ey, das wäre... Wehe dir. Das ist das Endportal. Hoppala, ist einfach hier von mir gespawnt. Ich hatte noch nie Schulkerkisten. Ich kenn's nicht anders als so. Ningelt nicht. Früher hatten wir das auch noch nicht. Ach, schön. Früher war alles anders. Da gab's das noch nicht. Ich mach den Scheiß noch jetzt zu. Ich fall hier noch irgendwie rein. Ich wollte Glowstone holen. Das war's. Ich hab alles vergessen. Den Stronghold per Zufall findet ja Dani. Also, wenn da jemand findet, dann Dani. Davon gehe ich aus. So ein Bauchgefühl. Das ist einfach so ein Bauchgefühl, würde ich sagen, Dani. Ganz klar. Er hat einen Drache getamed. Ja, wahrscheinlich. Schon im Keller. Angekettet da. In einem Tani, die sind meistens. Sind meistens 2 bis 3 km Blöcke weg vom Spawn. Okay, dann kann das sehr dauern, bis wir da mal was finden. Ich bewege mich gerade nicht wirklich vom Spawn weg. Bin noch am Bauen die ganze Zeit. Also da werde ich nicht durch Zufall finden. Ich glaube es nicht. Wo ist denn... Ich will sowieso gleich nochmal in Nether gehen. Wie ging denn ein Bogen, bitte? Irgendwie ging ein Bogen, ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, wie der ging. Hier muss ich mal ernten bei Gelegenheit. Ich habe Hunger. Eine Pizza, ich schön. Ich wünschte, man könnte jetzt mal so einen Kinderdöner liefern lassen, ne? Nur Fleisch. Das Fleisch auf die Pizza mitpacken. Extra Käse drauf. Gewürze drauf. So eine richtig schöne, fette, voll übertriebene Pizza. Hätte ich jetzt. Würde ich jetzt fühlen. Ich baue jetzt noch hier das mit den Glowstone fertig, dann mache ich meine Pizza. Ich überlege, ob ich danach vielleicht eine Runde des Crusader Kings oder so mal spiele. Weil ich da halt auch Bock drauf hätte.
Oh Mist. Nein, 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 nein. Ja. Okay, perfekt. Auf der anderen Seite wird's lustig. Oh Mist. Die andere Seite wird lustig, da muss ich irgendwie hinkommen. Am Meer entlang. Da könnte ich mich vielleicht mal rausbuddeln irgendwie da drüben. Also raus. Achso, ist Lars fertig? Ja. Okay. Hier muss ich auch noch dann Dinger hinmachen. Da hinten noch, hier noch, oben muss ich auch noch Glas reinpacken. Dann ist das Haus ja prinzipiell bis aufs Dach safe. Licht sollte überall sein. Schlafen geht klar. Hell. Etwas zu grell für meinen Geschmack. Okay, dass es hier so geklappt hat, ist nice. Hier ist es schon. Dann müsste ich kurz das Glas ein bisschen kaputt machen, das ginge aber voll klar. Habe ich kein Dingsholz mehr? Ja, wahrscheinlich. Perfekt. Können wir hier ein Glas reinziehen? Aber ich finde das schon interessant. Also auf YouTube zieht Minecraft im Stream ja schon viel mehr Leute an, ne? Auf Twitch ist das eher sehr ruhig. Da zieht Minecraft nicht so krass die Leute an. Finde ich aber interessant, dass so diesen Unterschied ist anscheinend, dass es so diesen Unterschied gibt anscheinend. Zwischen Twitch und YouTube. Das ist nicht schlecht. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, Treppen. Genau hier. Wenn wir nur die Ecken hier machen, so wie der Weg ist, das lasse ich es einfach. Nein. Ja, so in etwa.
Mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussieht. Komme ich von hier unten da ran? Ja, komme ich. Okay. Draußen habe ich Kisten. Warte mal, ich muss mal ganz dringend. Bei YouTube sind auch gefühlt mehr Kinder unterwegs als bei Twitch. Ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem diesen Unterschied, finde ich halt schon interessant. Das ist halt gefühlt, halt, man merkt es halt auch, dass es so ist. Finde ich. Das finde ich halt interessant. So. Das ist schon ganz gut. Hier unten möchte ich halt irgendwie eine indirekte Beleuchtung hinkriegen. Mal gucken, wie ich das mache. Guck mal, hier fehlt nämlich die Leuchtung komplett. Da müssen wir dann halt mit... Ich tue hier erstmal ein bisschen ausleuchten, hier ist ja irgendwas spawnt mal. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das würde ich allgemein mal machen, ne? Hier habe ich ja überall Licht drin. Sie können so hochjumpen. Aber prinzipiell, wenn ich das noch zumache, ist es ja eigentlich relativ safe. Pi mal Daumen. Ja, schon. Wow, ich habe diese eine Lücke vergessen, muss mich ärgern. Einmal Treppen. So. Das sollte ja reichen, denke ich. Genau. Dann mache ich dann noch die Gehänder hin. Habe ich hier halt noch eine Treppe nach oben mache? Ja, eigentlich schon, ne? Dann hier quasi noch eine Treppe noch höher geht. In halt die nächste Etage. Okay, hier kann ich das mit beiden Seiten kleiner machen. Genau, dann habe ich schon mal dieses komplett geschlossene System. So. Das Mod das schon mal komplett geschlossen. Sehr gut. Mal gucken, wie ich das mit den großen Schrägen mache und wie ich das mit dem Dings mache. Das will ich auch noch nicht. Ich muss ja auch gleich noch. Aua. Hallo? Achso, ich kann nichts essen. So, den Kamin können wir auch gleich noch machen. Na komm. So. Wie komme ich zu dem Kamin, ist halt die Frage. Hoppala. Okay, das könnte interessant werden. Das war dumm, aber egal. Ne, das war nicht dumm, das war perfekt. Das war natürlich gewollt. So.
So, zack, zack. Ich sehe nichts mehr verquallen. Zack. Wo habe ich das hingeschafft? Wo? Lol. Ich finde es aber cool, dass es jetzt mittlerweile mit diesen, mit den Falltüren, dass man so viel machen kann. Das habe ich in der 1.7.10 so vermisst. Dass du halt diese Möglichkeiten hast, einfach das auch so zu bauen. Das ging halt damals ja gar nicht. So. Naja, solche Kamine bauen kannst und sowas. Das ist halt geil. In Steinoptik fände ich die halt auch noch cool. Da könntest du das jetzt zum Beispiel in dünner Steinoptik machen. Aber das hättest du ja dann im Prinzip von Slab-Wänden, also von, ne? Dass du halbe Wände hast. Ich glaube, auf halbe Wände warten die meisten auch noch. Ob das je kommen wird, halbe Wände. Das wäre nice. Ich denke, ein bisschen können wir da noch drauf warten. Hier. So. So, hier war zu, ne? Genau. Genau, damit es ein bisschen gleich aussieht wie da drüben. Perfekt. Kann man schon mal ringsrum latschen. Das ist schon mal gut. Das mit den Falltüren ist ja schon mal ein Anfang. Das stimmt, man könnte die Falltüren halt als Wände benutzen. Wenn man das schon machen möchte unbedingt. Das geht ja. Ist so ein bisschen... aber es geht. Man könnte das machen. Soll ich das jetzt machen mit den zweiten Etagenböden? Ja, ich denke schon, ne? Also wie so ein Dachboden vielleicht noch einfach macht. Dann machen wir das auf 4 und mache ich wie so einen Dachboden noch einfach. Da ist es nicht ganz so krass hoch. Das wäre halt angenehmer, denke ich. Kurz schlafen. Ja, können wir machen. Ich verschwinde sofort im Bett. Moment. Nein, jetzt kann ich immer noch jumpen. Boah, ins Bett gejumpt. Easy, ich kann das. Skill. Das ist unfair. Da schafft man es, ins Bett zu jumpen und kriegen trotzdem Karma. Smobbing. Liebe Spieleentwickler, finde ich nicht gut. Das muss ich anprangern. Liebes Microsoft-Team, bitte ändert das wieder. Wenn ich schon den Sprung schaffe, möchte ich dafür belohnt werden, indem ich keinen Schaden bekomme. Zack. So. Ich hoffe, dass die reichen. Ich muss noch Gegenstücke machen. Ich vergesse. Ja, okay, was könnte man hier? Jetzt mit so einem Slap. Okay, das geht. Das kann man machen. Und dann würde ich hier also Stützen immer ran machen. Ja gut, dann machen wir das mal schnell.
Ich bin gerade, ob ich das, die ganze Birke wieder durch Eichenholz ersetze, aber das sieht ja so eintönig aus irgendwie. Das will ich auch nicht. Ah, schwierig. Okay, nee, das muss hier weg. Das muss umgetauscht werden. Das sieht sonst nicht. Dann könnte die zwei, damit das hier ein bisschen massiver aussieht, hier hin machen. Ah, das passt ganz gut. Guck mal, dann wäre das hier, dann wäre das Fenster auch wirklich hier unten. Das wäre dann so richtig schön abgeschlossen eigentlich. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Nein. Boah, diese Musik macht voll müde. Auch wenn ich dieses Jahr so gar keinen Bock auf Weihnachten habe. Okay, warte, dann ist es doch die Musik. Die Musik ist halt echt schlimm, ne? Okay, wartet. Vielleicht bin ich deswegen auch so beknödelt gerade. Zumindest komm, wir machen das hier an. Das ist zwar nervig nach dem dritten Mal, aber. Das bockt eher auf Minecraft. Wahrscheinlich ist es müde, Mann. Ich meine, ihr könnt einschlafen, aber ich will jetzt nicht unbedingt das. Ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein. So. Hier komme ich dann nicht drunter, weil dann lasse ich das hier so ein bisschen offen, glaube ich, einfach so. Lass mich hochkommen, hier. Kommst hier so rein? Ja, ich denke, das ist okay. Und wäre das schon wieder, ja, genau das, zum munter werden. Leute, hier habe ich eins hingesetzt. Nee. Lass das bitte, danke. Das ist halt doof, ich kann ja dann hier auch nicht durchlatschen, ne? Was ist es eigentlich? Das ist aus Mario Galaxy. Sehr geil, das Game. Kann ich nur empfehlen. Das ist aus Mario Galaxy. Mario Galaxy 2 ist es, glaube ich. Frage, was man hier oben rein macht, ne? Wir können ja so eine Bibliothek machen, so eine Bücherei. Das ist auch doof. Ich habe den hier gedacht. Wo habe ich das gemacht? Ach, ich glaube, das wollte ich so, ne, dass es nicht so eintönig wirkt. Darum habe ich. Ah, ja, ja. Ja, so wie man es immer so. Das wäre nicht so gut, glaube ich. So, wenn du zwei Monate nach dem Dschungel suchen musst, dann solltest du vielleicht das lassen. Das soll dann vielleicht nicht sein im Dschungel, momentan nicht.
weiß ja nicht, was ich hier oben mache, ne? Ich kann hier natürlich noch ein Zimmer hinmachen. Da würde ich anderes Holz nehmen. Das vielleicht. Ah, ist auch doof. Warum connecte denn das daran jetzt? Hör mal auf, dich zu connecten, Kollege. Bleib mal bitte. Es geht sogar perfekt auf. Easy. Du musst so deine versteckte Jump-Run-Dinger machen, ne? Nice. So, ich brauche Essen. Jetzt ein Ohr. Jetzt könnte ich mir erstmal eine Pizza machen. Ach so, hier draußen ja auch noch. Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich glaube, ich würde auch hier, warte mal. Ich glaube, so krass viele Fenster. Ich würde das dann auf der anderen Seite wie auf der anderen Seite angleichen. Hier nicht, ne? Das ist so ein bisschen. Das ist nicht so krass wirkt irgendwie. Es wirkt noch zu. Hier ist es ja auch nicht. Das Ganze würde ich natürlich hier anpassen. Die Tour auf der anderen Seite. So, dann muss ich erstmal. Nee, warte mal. Hole ich erst noch, obwohl der geht schon aufs Dach und macht das auf dem Dach, dann ja, komm. So, und das hier. So, dann Slabs fertig gebaut, easy. Hm. Ich wollte noch ein Fichtenholz, aber da habe ich glaube ich noch mehr. Mache ich mein Zimmer halt hier oben hin so. Oder ist die Symmetrie so mit dem Arsch? Weiß noch nicht so richtig. Minecraft Jump Run Parkour Map. Da sehe ich mich. Da sehe ich dich auch. Da sehe ich dich auch. So, ich werde mich aber erstmal ausloggen. Denn ich mache erstmal Pause. Hau eine Pizza in den Ofen. Und oh, ich weiß nicht, ich hätte dann schon